Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videovlog. Und zwar genau gesagt zu einem dritten Videovlog der Serie Terrassenüberdachung aufbauen. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, es ist schon wieder hier ziemlich windig. Und die anderen beiden Vlogs werde ich euch unten verlinken. Einmal den Aufbau ganz grob, dann gehen wir auf Fundamentgießen drauf ein, auf was ihr achten solltet. Und heute geht es um die Verglasung. Aber vorweg könnt ihr schon sehen, da ist das Terrassendach. Es steht jetzt komplett fertig. Kopfbinder sind drin, die Sparren sind drin, die Verstrebung habe ich eingebaut. Und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich hatte jetzt die letzten Tage nochmal die Querbalken eingebaut gehabt, dann mit Kopfbindern versehen und dann die Sparren. Und die Sparren bekommt ihr ja wirklich, das sind Sparren 24 mal 8 cm und 5,50 m lang, bekommt ihr aber mit zwei Leitern problemlos selber draufgestellt. Das heißt immer, ihr bringt den Sparren hin, auf die eine Leiter, dann die andere Leiter, Stück für Stück, und dann stellt ihr erst das Ganze auf die Fette und dann auf die Wandfette rauf. Und dann ist der Sparren quasi oben. Ja, eigentlich ganz einfach. Der schrägste Teil kommt jetzt noch, das wird nämlich die Verglasung sein. Ansonsten kann ich euch sagen, bei diesem Dach hier, man kann vieles alleine machen. Wo ich Hilfe gebraucht habe, ist natürlich die Wandfette. Und hier haben wir die Fußfette, also Wandfette, Fußfette. Das Ganze habe ich dann auch mit einer Leiter immer Etappen links, rechts hochgestellt und dann auf Stützen fixiert. Und dann die Fundamente gegossen. Die Fundamente, wie gesagt, das ist ein extra Video, ganz interessant. Das ist nämlich nicht so eine Methode, wie ihr sie kennt, im privaten Gebrauch. Ich habe jetzt unter mehreren Videos gelesen, dass das im gewerblichen Gebrauch, dass das so Hand und Fuß hat, also dass es so üblich ist. Genau, das habe ich jetzt angebracht. Wie gesagt, die Querstreben hier oben nochmal und dann die ganzen Kopfbänder und dann die Sparren. So, und jetzt kann es nämlich losgehen mit dem Glas. Und bevor wir das Ganze besprechen, weil heute geht es ja um diesen Video, VSG-Glas oder Doppelstegplatte oder Acrylplatten. Da möchte ich euch mal so ein bisschen meine Meinung mitteilen. Und vielleicht eure Meinung euch ein bisschen dabei helfen, damit eure Entscheidung vielleicht einfacher oder leichter fällt. Und bei den Quersparren nenne ich sie jetzt mal, also links und rechts vom Terrassendach, die könnt ihr auch alleine anbringen. Da habe ich mir dieses tolle Teil hier gebaut. Das ist aber so ein Stück Abfallholz. Und da habe ich mir links und rechts ein Stück Platte angebracht. Leicht überstehen das Ganze, also hier, damit der Pfosten, der hier oben drauf liegt, nicht wegrutschen kann. Und dann könnt ihr das Ganze einfach hier auf den Pfosten drauf schieben. Das geht es natürlich nicht mit einer Hand. So schaut das Ganze dann aus. Und dann könnt ihr den Pfosten hier drauflegen. Natürlich müsst ihr das Ganze mit einer Schraubzwinge fixieren. Das heißt, ihr nehmt dann hier einfach so eine übliche Schraubzwinge und setzt sie dann an, und dann könnt ihr problemlos hier einen Pfosten drauflegen. Ihr braucht halt keinen zweiten Mann. Ihr könnt das Ganze auch dann nochmal mit Glasklötzen hier unterfüttern, damit das Ganze auch im Lot ist. Zeige ich euch alles im Video dann. Wie gesagt, es werden zwei Anleitungsvideos über das Terrassendach rauskommen. Und da erkläre ich das alles nochmal ganz genau. So, ich habe mich jetzt mal im Schuppen gestellt. Hier ist ein bisschen windgeschützter, ne? Es gab dann ein, zweimal verhäuft die Frage, warum das Terrassendachprojekt so lange dauert. Und zwar ist es so, in der Regel baust du so ein Dach mit zwei Mann in zwei Tagen auf, ne? Glas ist eine andere Sache, da brauchst du halt nochmal vier, fünf Männer für. Und warum wir so lange gebraucht haben, das Ganze steht natürlich jetzt nicht bei uns um die Ecke zu Hause, sondern bei Steffis Mama. Das heißt, wir fahren ungefähr 400 Kilometer. Und ja, wer Kind und sowas zu Hause hat, der weiß, wie schwer das ist, das Ganze zu organisieren und zu gucken. Und deswegen erfolgt das Ganze in Etappen. Ne? Das Ganze ist jetzt soweit fertig, fehlt nur noch das Glas drauf. Und um euch so ein bisschen die Spannung zu nehmen, so ein bisschen zu unterhalten, mache ich Videovlogs. Genau, das steckt dann im Ganzen. Ne? Also nicht für übel nehmen, wenn jetzt mal ein Video ein bisschen länger dauert für das Terrassendach oder dass ein, zwei andere Videos dazwischen erscheinen. Es ist halt, wie gesagt, zeitlich bedingt kriegen wir das nicht besser hin. Dann noch was anderes. Ich stehe gerade hier vor einem riesengroßen Berg Werkzeug. Das, was ich alles in den Videos zeige, so viel Werkzeug benötigt ihr nicht. Aber ich nehme immer ganz, ganz viel Werkzeug mit rein in den Vlog-Videos, was ich als nützlich erschienen fand oder was man nicht gebrauchen kann.
Und ja, wenn du Lust drauf hast oder neugierig bist, dann check mal die Videobeschreibung. Unten unter dem Video ist eine Videobeschreibung und dort findest du dann alle Werkzeuge, die ich jetzt verwendet habe, sowie auch Teil 1 und Teil 2 vom Terrassenblog unten nochmal aufgelistet. Thema Glas. Also für dieses Dach hier, für diese Konstruktion, ist ein VSG-Glas vorgesehen. Sprich, wir haben jetzt Scheiben von, ich muss jetzt lügen, 67 oder 76 cm Breite und eine Länge von 5,50 m. In der Regel würde man jetzt bei so einem großen Scheibenmaß würde man halt nochmal einen Kämpfer setzen oder eine Strebe, dass man das Glas teilen kann. Das Problem ist, meiner Meinung nach und meines Wissens, wenn wir ein Glas teilen, müssen wir oben wieder eine Gummidichtung draufsetzen und ein Andruckstück und eine Gummidichtung und die Gummilippe beträgt ungefähr einen Zentimeter. Das heißt, bei einem Gefälle von 7 Grad kann sich da ganz schön Wasser ansammeln. Und das Wasser würde nicht einfach so entweichen. Ja, es gibt an den Seiten, lässt man immer ein Stück Gummi frei, dass es dann seitlich ablaufen kann, setzen sich aber ganz, ganz schnell dann wieder mit Dreck zu. Das heißt, irgendwann würdest du da Wasser sehen oder Algenbildung und so weiter und so fort. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, die Scheiben komplett durchgehen zu lassen, damit wir das oder damit das nicht auftritt oder ja, eintritt. Und nun kommen wir zum Glas. Das hier ist ein VSG-Glas, Abkürzung für Verbundsicherheitsglas. Das Ganze ist leicht grünlich bzw. satiniert, das heißt, es wurde bearbeitet, so dass wir nicht hindurchschauen können. Warum, weshalb? Wir wollen einmal A, so ein Terrassendach, ist ja klar, vom Himmel kommt viel Dreck, beispielsweise Pollenstaub oder Äste oder Vogelkacke, damit man nicht gleich einen ganzen Schmutz oben drauf sehen kann. Dann ist es so, dass wir noch ein bisschen Schatten hinzufügen, sprich die Sonne knallt da nicht komplett durch. Wir haben ein bisschen eine kleine Schattenwirkung. VSG-Glas bedeutet Verbundsicherheitsglas. Sprich, wir haben zwei Scheiben, die miteinander verklebt worden sind und in der Mitte ist eine Folie. Warum, weshalb? Es sagt ja schon der Name, Verbundsicherheitsglas. Es ist ein Sicherheitsglas, das heißt, wenn jetzt beispielsweise mal, es fällt ein Stein vom Himmel, dann zerspricht die erste Scheibe und vielleicht auch die zweite, aber die Folie in der Mitte hält alles zusammen. Wenn ihr beispielsweise jetzt Klarglas bestellen würdet, dann würdet ihr die Folie nicht sehen. Also die Folie ist klar, verklebt, das sieht ein Laie einfach nicht von außen. Das könnt ihr sehen, wenn ihr von vorne schaut. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hier zum Beispiel, das ist die erste Scheibe und da ist die zweite. Die ist jetzt nicht geschliffen, die ist geschliffen, deswegen könnt ihr zwei unterschiedliche Farben sehen. Und in der Mitte befindet sich die Folie. Die Scheibe hat hier eine Dicke ungefähr von, 12 mm. Die Dicke stellt sich dann zusammen, je nachdem, wie groß das Ganze wird. Das zum Thema VSG-Glas. Also ich spreche mal jetzt die Vorteile auf für das Glas. Einmal A, es lässt sich leicht reinigen. Dann ist es quasi, es fallen ja ganz, ganz selte Steine vom Himmel, ne? Quasi unzerstörbar oder unverwüstlich. Sonne, Regen, Wetterungsverhältnisse können dem Glas eigentlich nichts anhaben. Das heißt, du baust dir das Glas einmal auf und musst es alle paar Jahre mal reinigen. Das musst du aber bei Doppelstickplatten genauso. Nachteil ist vom VSG-Glas das Gewicht. Sprich, die Scheiben müssen ja irgendwie auf dem Terrassendach aufkommen. Und Kosten. Ne, das ist gegenüber von Doppelstickplatten kostet VSG-Glas um einiges mehr. Preise variieren ganz, ganz stark von Hersteller zu Hersteller. So, jetzt kommen wir zu Doppelstickplatten. Ihr kennt, wenn ihr beispielsweise nach einem Terrassendach googelt und ihr wollt euch ein Terrassendach kaufen, da werden ganz oft Terrassendächer angeboten im Aluminium, im Holzbereich und ganz, ganz günstig für 2.000, für 3.000 Euro. Ich spreche jetzt nicht von den Dingern aus dem Baumarkt für 1.000 Euro oder für 500 Euro, sondern die für 2.000, 3.000 Euro. Und da ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Die sind einfach ausgelegt für Doppelstickplatten. Sprich für Kunststoffplatten sind zwei oder drei Schichten von Kunststoff mit Stege dazwischen, Doppelstickplatte oder Dreifachplatte. Und die haben natürlich ein sehr, sehr geringes Gewicht und deswegen ist die Statik von so einem Aluminiumdach oder Holzdach
nicht so groß und deswegen brauchst du auch nicht viel Aluminium, sprich weniger Material und dementsprechend ist alles günstiger. Hinzu kommt auch der Preis von den Doppelsteckplatten. Ist auch recht erschwinglich. Deswegen sind die Dächer ziemlich günstig. Wenn du dir so ein Dach kaufst und aufstellst und in einigen Jahren merkst, die Doppelsteckplatten verlieren an Farbe, werden blind oder es sind Hagellöcher drin und du sagst, du hast die Schnauze voll, du willst jetzt Glas drauf haben, kannst du leider vergessen. In den meisten Fällen ist es halt so, dass das Dach die Last einfach nicht tragen kann von so einem Verbundsicherheitsglas. Würde ich komplett von abraten, weil wenn so eine Scheibe runterfällt, ja, möchte ich nicht dabei sein. So, dann kommen wir nochmal zum Preis. Also Doppelsteckplatten sind sehr, sehr günstig, also recht erschwinglich. Und ich kann es jedem empfehlen, der beispielsweise eine Mietswohnung hat oder ein Haus gemietet hat, sprich sein ganzes Leben nicht dort wohnen will und will aber eine Terrassenüberdachung haben für ein paar Jahre, der aber nicht so viel Geld investieren möchte, den kann ich sowas empfehlen. Wenn du aber ein Haus hast oder ein Eigentum, wo du was Vernünftiges haben möchtest, dann kann ich dir ganz klar Glas empfehlen, also Verbundsicherheitsglas oder VSG-Glas. Doppelstickplatten ist also für mich, für ein Mietobjekt okay, wenn du selber das Objekt gemietet hast, vom Budget, von dem Budget her halt, ist es vorteilhaft, es ist sehr, sehr günstig bzw. erschwinglich und Nachteile sehe ich in Verbundsicherheit und Nachteile sehe ich ganz klar und die Nachteile sind ganz, ganz klar, dass es porös wird, sprich es ist ein Kunststoff, da gehen irgendwann die Weichmacher raus, das heißt irgendwann zerspringt das Glas bzw. die Kunststoffplatte. Irgendwann, wenn leichter Hagel ist oder starker Hagel, hast du überall Löcher drin. Du ärgerst dich einfach rum. Dann werden die Scheiben blind, weil der Weichmacher rausgeht. Die werden vielleicht milchig, wenn du Klarglas genommen hast oder klare Doppelstickplatten. Dann werden sie auch an sich undicht. Innen drin sind ja Hohlkammern drin. Sprich, wenn das Dach nicht richtig abgedichtet ist oder irgendwie eine Lücke, dann kommt Wasser rein. Das gefriert im Winter, dann platzen die Platten auf. Oder es gefriert nicht, die Sonne scheint drauf, dann hast du so ein kleines Aquarium, dann kriegst du innen drin Algenentwicklung. Also es spricht eigentlich nicht für sich. Es wurde früher ganz, ganz oft vertrieben, weil es einfach günstiger ist, aber Tendenz geht halt zum Verbundsicherheitsglas. Ne? Wenn man einmal was macht, dann macht man es richtig und du hast einfach Ruhe. Oder es gibt ja auch ein Sprichwort hier, wer billig kauft, kauft zweimal. Das ist letztendlich dann auch so. Nur hier bei diesem Projekt ist es halt so, wenn du dann einmal billig kaufst, dann kaufst du nicht zweimal. Ja doch, du kaufst halt ein komplettes Terrassendach dann neu, weil so ein günstiges Terrassendach ist einfach nicht ausgelegt für solche Platten. Ist jetzt meine private oder meine Meinung und ich möchte dir einfach helfen, dir deine Entscheidung irgendwie abzunehmen oder dich ein bisschen aufklären. Ne? So, dann gibt es eine ganz, ganz tolle Sache für alle diejenigen, die sagen, oh Gott, wie kriegst du das Glas hoch? Es gibt so einen kleinen Trick, beziehungsweise habe ich mir jetzt bestellt 6 Stück. 6 Glassauger. Das sind solche, hier gibt es einen Doppelpack für, ja, Preise gehen los ab 40 Euro bis 80 bis 150 Euro. Ich würde euch halt empfehlen, welche, die sehr, sehr gut bewertet sind, beispielsweise bei Amazon. Diese werde ich euch auch unten verlinken. Das ist so ein Glassauger, den setzt du einfach aufs Glas drauf auf. Und dann kannst du halt einfach hier, da kriege ich es alleine mit einer Hand schlecht hin, kannst du den Hebel umsetzen. Voila. Dann saugen sie sich richtig fest ans Glas und dann kannst du das Ganze dann schön bequem mit einer Hand tragen. Und so ist halt die Verletzungsgefahr sehr gering, dass wenn du die doppelst oder wenn du das Glas jetzt mit der poren Hand oder mit Handschuhen anfasst und die Scheibe muss ja nur so ein bisschen oder du musst mit der Hand so ein bisschen entlang ziehen und zack, schneidet die Scheibe, auch wenn sie geschliffen ist, es kann durchaus mal passieren, den Handschuh dann durch und dann verletzt du dich wirklich sehr, sehr böse. Und da kann ich dir definitiv diese Glassauger hier empfehlen. Das Einzige, worauf ihr achten musst, ist, dass sie wirklich schön dran liegen und dass ihr die nicht in Dreck schmeißt. Das ist nämlich wirklich tödlich für die. Nicht im Sand schmeißen oder so, sondern immer, wenn ihr die verwendet, wieder zurück in den Koffer packen oder in einer Folie einwickeln oder in eine Kunststofftüte reinpacken.
So, und das war es auch gewesen von diesem Videolog. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, alle Infos zu diesem Video findest du unten in der Videobeschreibung und auch dem Hersteller von dem Terrassendach hier. Das ist nämlich ein Bausatz, kannst du dir fix und fertig bestellen. So, ja, würde sagen, bis zum nächsten Vlog oder bis zum nächsten Video. Ciao, euer Sebastian oder Mr. Handwerk.